Brünnlos. Viermal im Jahr laden die Kinder der Kindertagesstätte Sonnenblume in Brünnlos die Senioren des Ortes ein, die im letzten Quartal Geburtstag hatten. Gemeinsam wird dann gefeiert. Bei Kaffee und Kuchen führen die Kinder ein kleines Unterhaltungsprogramm auf. In diesem Jahr nutzte der Ortsvorsteher von Brünnlos, Dieter Krebs, die Kulisse, um an die verhängnisvolle Silvesternacht 2016-17 zu erinnern, in der die Ortspyramide von Chaoten gesprengt wurde. Der 1. Januar hat für mich etwas, bedrückend begonnen. Früh, kurz vor 9, kriegte ich einen Anruf. Du musst mal hoch an die Schule. Bei der Nacht haben sie die Pyramide gesprengt. Nur ist man da ja erstmal ziemlich perplex und kann sich das gar nicht vorstellen, dass im Erzgebirge, wo Räuchermeilen, wo Schwibbögen, wo Pyramiden große Tradition sind, dass es da überhaupt jemanden geben kann, der sowas macht. Das ist ja auch kein dummer Jungstreich, das ist ja, man kann ruhig sagen, richtig kriminell. Es bot sich ein Bild der Verwüstung. Nur wenige Figuren standen noch auf der Pyramide, aber auch diese hatten durch die Wucht der Explosion Schaden davongetragen. Die Stadt Zwönitz erstattete Anzeige bei der Polizei und auch die Presse berichtete über die gesprengte Pyramide in Brünnlos. Aufgenommen wurde ein Schaden von über 2000 Euro. Durch die Veröffentlichung im Zwönitzer Amtsblatt wurde eine Hilfsbereitschaft ausgelöst, mit der eigentlich keiner gerechnet hatte. Also es gab viele, viele Spenden, wo ich mich heute auch bei den Spendern ganz, ganz herzlich bedanken muss. Es waren auch viele Spender dabei, die mit Brünnlos überhaupt gar nichts zu tun haben. Also da war zum Beispiel der von Niederdorf, der Schnitzverein, stand plötzlich vor meiner Tür und sagte, hier hast du 100 Euro, die erzgebirgische Tradition müssen wir hochhalten, wir müssen noch zusammenhalten, und haben dort einfach 100 Euro ganz spontan übergeben. Oder auch meine Nachfrage bei der Erzgebirgssparkasse oder bei der Volksbank, könnt ihr uns unterstützen, war sofort eine Zusage da, sodass wir da eigentlich glücklich sein können, dass so eine Resonanz da war. Der Bauhof in Zwönitz hat nun den Pyramidenkörper überholt und die Elektrik erneuert. Auch altersbedingte Abnutzungen wurden auf diese Weise gleich mit beseitigt. Ja, und zu den Figuren, da war es also so, dass auch plötzlich ein Herr Fröhlich aus Elsnitz bei mir auch in der Gemeinde hier vor der Tür stand und sagt, ich habe schon mehrfach geholfen, wenn sowas war, zum Beispiel in der Handlershuhe, wo damals die Häuser zerstört worden sind. Und habt ihr was zu tun, kann ich was machen? Und er hat sich dann die Figuren einen Teil angeschaut und hat gesagt, die nehme ich gleich mit. Da das, was so fehlt an kleinen Teilen oder so, das bringe ich wieder hin. Und da hat die restauriert und ich glaube, 3-4 Wochen später hat man die schon wieder hier auf dem Tisch und hat auch nichts dafür verlangt, außer die Materialkosten, die wir ihm bezahlt haben. Also das sind also so Sachen, wo man sagen kann, im Erzgebirge, da halten schon noch auch einige Leute zusammen. Die großen Figuren hatten uns ein bisschen mehr Sorge gemacht, die waren ja zum Teil total zerstört. Die mussten also komplett neu angefertigt werden. Und auch da hatte ich hier mit Gatschmar Heiger mal gesprochen, siehst du eine Möglichkeit irgendwie, selbstverständlich, Frau Brünnlos, machen wir das. Das muss einfach wieder in Gang kommen und da reden wir auch nicht über Geld, das wird einfach gemacht. Und ich habe ja noch einen ganz aktiven Fahrer, der heißt Drechsler. Das hatte ich gar nicht so im Hinterkopf im Vorfeld. Und mit dem rede ich und so haben die beiden die Figuren komplett neu erstellt. Und dann haben wir noch jemanden zum Malen gebracht, das war dann die Müller-Kathrin, die dann, wo die Figuren fertig waren, einen Pinsel geschwungen hat, sodass wir heute eben die Figuren wieder voll restauriert oder neu angefertigt übergeben können. Und dann war es soweit.
Die vier Hauptakteure der Restaurierung, Rolf und Heiko Kretschmer aus Brünnlos, Katrin Müller aus Burkhardsdorf und Jürgen Fröhlich aus Oelsnitz, übergaben symbolisch die neuen bzw. neu restaurierten Figuren an die Kinder der Kindertagesstätte Sonnenblume in Brünnlos. Ortsvorsteher Dieter Krebs bedankte sich noch einmal ganz herzlich für die geleistete, uneigennützige Arbeit. Er überreichte eine Flasche Sekt als Dankeschön mit einem Zwönitzer Geschenkgutschein. Dieser kann aktuell in 49 Zwönitzer Geschäften eingelöst werden. Auch der stellvertretende Bürgermeister von Zwönitz, Andy Kehrer, richtete noch einige Worte des Dankes an die freiwilligen Helfer, die ganz uneigennützig bei der Wiederherstellung der Pyramide geholfen haben. Sein ganz persönlicher Dank galt dem Ortsvorsteher Dieter Krebs. Also wirklich nochmal herzlichen Dank an alle wirklich von außerhalb Beteiligten und nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an dem, der das eigentlich organisiert hat, denn Spenden kommen nicht immer von allein. Es gibt Einzelne, die sagen, komm, ich habe jetzt das gelesen irgendwo und ich will mich einbringen. Und manchmal muss man auch Leute ansprechen. Und da muss ich eurem Ortsvorsteher mal wirklich also allergrößten Respekt zollen. Er hat das hier organisiert, hat die Leute zusammengebracht, die dann auch helfen wollten. Hat das alles organisiert, am Ende auch in seiner Freizeit. Das ist ein Ehrenamt, das macht er nicht für viel Geld. Und ihr könnt stolz sein, dass ihr solche Leute in euren Reihen habt, die sich da hinstellen und genau in solchen Situationen reagieren. Es gibt ja nicht bloß schöne Sachen. Ne? So eine Veranstaltung, das ist dann so wieder was Schönes, aber es gibt dann auch genau in solchen schwierigen Situationen eine Entscheidung zu fällen. Da muss die Initiative ergriffen werden. Irgendjemand muss es machen und ihr habt da einen gefunden, Dieter Krebs. Ja. Danke nochmal von meiner Seite, Armin, ganz toll. Und an allen anderen Beteiligten, vielen Dank.